Ihre Bühne ist ein ausgebrannter russischer Panzer. Ihre Musik ist nicht weniger martialisch. Die ukrainische Band Ocheretiani Kid besingt in diesem Song die Javelin-Raketen. Die schultergestützte Panzerabwehrwaffe hat der russischen Armee im Ukraine-Krieg schon schwere Verluste zugefügt. In diesem Song geht es nicht direkt um den Krieg, sondern um den Sieg, um die Javelins, die uns dabei helfen, uns zu verteidigen und nicht um jemanden anzugreifen. Im Krieg gegen die russischen Invasoren spielen ukrainische Musiker eine wichtige Rolle. Mit Kriegshymnen und patriotischen Songs befeuern sie den Widerstandswillen ihrer Landsleute. Wir sind seit 2014 im Krieg. Wir waren in dieser Zeit viel auf Tour für unsere Streitkräfte. Aber jetzt betrifft der Krieg die ganze Ukraine und man kann sich dem nicht entziehen. Jetzt ist nicht die Zeit für Liebeslieder. Auch die Radiosender haben ihre Programme umgestellt. Radio Energy in Kiew warb vor der russischen Invasion mit dem Slogan »Nichts als Hits«. Das hat sich mit dem Krieg geändert. Jetzt heißt es Radio Energy, die Stimmung für den Sieg. Es gibt Hits, die während des Krieges rausgekommen sind. Und sie handeln davon, dass wir alle in der Ukraine jetzt in Siegesstimmung sind und nichts anderes. Andere Musiker legen ihre Instrumente vorerst ganz beiseite und greifen zur Waffe. So wie die Rockband Antitila. Im Mai kehrte die Gruppe kurz nach Kiew zurück, um mit der irischen Rockband U2 ein Konzert in einer U-Bahn-Station zu geben.